Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind ja schon alle einzeln begrüßt worden, die Ehrengäste. Deswegen gehe ich da ja als Reporterin etwas pragmatisch vor und danke Ihnen einmal für diese Einladung. Und ich selbst bin sehr geehrt, bei Ihnen sein zu dürfen. Einige der Gäste, die hier anwesend sind, sind von weit her gereist. Da sind Kolleginnen und Kollegen von Anja Niedringhaus. Es sind Kriegsberichterstatter und Erstatterinnen, wie sie es war, Frauen und Männer, deren Arbeitsgebiet Krisenherde sind oder waren. Und ich würde sagen, Tragödien gehören zu ihrem alltäglichen Leben. Und Ihnen allen brauche ich nicht zu erzählen, Sie verstehen den Titel meiner Ausführungen gut, die Fronten in Kriegsgebieten sind überall. Der Alltag ist dort nicht einer im bekannten Sinne. Hier ist alles oder fast alles berechenbar, im Irak, Mali oder Afghanistan nicht, für niemanden Einheimische und Fremde gleichermaßen. Alle anderen Gäste werden sich an diesem Vormittag aber einige Fragen stellen und man kann es ihnen nicht verübeln. Eine der Fragen wird sicherlich sein, warum? Warum gehen eigentlich Frauen und Männer überhaupt in Kriegsgebiete? Ich rede jetzt nicht von den Militärs, die gehören in eine ganz andere Schublade, ich rede von den Reportern und Reporterinnen. Ich könnte Ihnen darauf eine sehr einfache Antwort geben und die würde lauten, ich weiß es eigentlich nicht. Sie werden sich aber mit dieser simplen Erklärung zu Recht nicht zufrieden geben und einfache Antworten sind in Kriegsgebieten wie Afghanistan oder Irak Länder, wo wir alle und Anja Niedringhaus gearbeitet haben, einfach nicht angebracht. Ich möchte versuchen, Ihnen eine andere Idee anzubieten, warum Menschen aus friedlichen Städten wie Höxter, aus Ländern wie Deutschland, aus Europa oder den Vereinigten Staaten an die schlimmsten Orte der Welt gehen. Kriegsreportagen, meine Damen und Herren, sind kein Hobby. Sie werden nicht aus Langeweile angegangen. Sie haben einen Sinn. Es ist eine sinnvolle Tätigkeit, Wissen vor Ort zu sammeln und zu verbreiten, damit wir alle in Europa und im Westen uns ein Bild vom Krieg und Armut, und oft hängt das miteinander zusammen, im 21. Jahrhundert machen können. Dafür muss aber jeder Reporter Risiken eingehen. Ohne Risiko gibt es keine gute Kriegsreportage, keine authentischen Berichte, denn um die zu machen, muss man einfach nahe dran sein. Fotografen und Fotografinnen und Kameramänner und Frauen mehr noch als alle anderen. Der Reporter kann zur Not aus einiger Entfernung zusehen, wer Fotos macht, aber nicht. Der legendäre Kriegsfotograf Frank Kappa hat einmal gesagt, wenn ein Bild schlecht ist, warst du nicht nahe genug dran. Nahe dran sein ist in Krisengebieten also immer eine gewisse Notwendigkeit, sich aufzuraffen, sich in ein Auto zu setzen, in ein umkämpftes Dorf zu fahren, sich dort persönlich umzusehen, ergibt eigentlich erst die echte Kriegsberichterstattung. Man befragt nicht Augenzeugen in einer Hotellobby, ein Reporter ist selbst der Augenzeuge. Natürlich kann jeder, wenn er will, im Hotelzimmer sitzen bleiben. Das kann man einem angesichts der Gefahren und der Risiken ja auch nicht verübeln. Beides, im Hotel sitzen bleiben oder hinausfahren, handeln, ist eine freie Willensentscheidung. Sitzen bleiben oder Risiken auf sich nehmen und in Gefahrenzonen hineinfahren, sind eben diese alltäglichen Willensentscheidungen, die ein Kriegsreporter treffen muss. Und wie läuft das eigentlich ab? Kriegsberichterstatter und Rinnen
sitzen meistens schon sehr früh in den Herbergen oder Hotels. Sie hören von der einen oder anderen Sache, von Massakern, und sie wollen es genau wissen. Sie fahren los. Das sind die neugierigsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Andere bleiben vielleicht sitzen, aber bei einem Verständnis für Ängste, man stellt sich natürlich dann auch die Frage, wozu überhaupt nach Kabul oder Bagdad fahren, wenn man in seinem Hotelzimmer sitzen bleibt. Die, die jeden Morgen losfahren, glauben, dass es nicht möglich ist, aus der Ferne zu berichten. Sie möchten es genau wissen. Und mehr noch. Wie Anja Niedrighaus gehören viele zu diesen Berichterstatterinnen. Mit anderen Worten, wenn Leute wie Sie keine Risiken eingehen, dann weiß eben niemand, was im Irak, Jemen oder Afghanistan geschieht. So einfach und kompliziert zugleich ist die Antwort auf die Frage, warum Frauen und Männer Kriegsreporterinnen werden, warum sie das alles eigentlich in Kauf nehmen. Ich persönlich glaube auch, wer das Leben nicht liebt, wer die Menschen nicht respektiert, der kann eigentlich kein guter Kriegsreporter sein. Und so gefährlich die Arbeit ist und so tragisch dieser Anlass auch ist, dieses Foto von Anja, lachend und voller Lust auf das Leben, ist ein Bild meiner Auffassung nach, das zeigt, wie sie die Welt eigentlich liebte, wie positiv sie dieser Welt gegenüber eingestellt war. Ich möchte keinen Kriegsreporter zu einem Helden machen, weil das sind sie ja nicht. Sie sind genauso wenig Kämpfer und Kämpferinnen, sie sind auch keine Mitglieder von Hilfsorganisationen, sie sind nicht bewaffnet, sie sind ganz nahe dran, aber trotzdem müssen sie eine Distanz zum Geschehen haben. Das nennt man erst die neutrale Berichterstattung. Auch das ist ein wichtiges Merkmal. Neutral zu sein heißt ja nicht unmenschlich zu sein. Wo immer Menschen Gewalt anwenden oder erleiden, und das ist an sehr, sehr vielen Orten, auch in der heutigen Zeit, sind eben Kriegsreporter gefragt. Die Frage, die Sie sich vielleicht auch stellen, wozu brauchen wir eigentlich Kriegsreporterinnen? Und die kann ich auch relativ schnell beantworten. Wenn die nicht vor Ort wären, gäbe es keine andere Wirklichkeit als die der Kriegsparteien. Wir wissen, was das heißt. Propagandanummern in einem Fort. Militärs zum Beispiel erzählen ständig, sie seien gerade dabei, den Feind endgültig zu besiegen. Oder sie gestehen manchmal ein, ihre Luftwaffe hätte zwar ein Dorf bombardiert, doch es wären keine Zivilisten dort anwesend gewesen. Und ein endgültiger Untersuchungsbericht dauert dann ein Jahr und wird schnell vergessen. Die andere Seite behauptet auch sehr oft, ihre Kämpfer seien ja nichts anderes als unschuldige Familienväter gewesen und sie hätten ja ohnehin nur militärische Einrichtungen bombardiert. Ein Beispiel, erst vor kurzem ist im Sudan ein bewaffneter Konflikt ausgebrochen. Sie lesen das und hören das überall. Und was sagen die beiden kämpfenden Generäle? Der andere hat angefangen. Im Krieg heißt eine beinahe abgedroschene Formel, ist das erste Opfer die Wahrheit, wie wahr. Kriegsparteien legen daher sehr wenig Wert auf Reporter, weil die stören sie eher. Aber jene, die ihre Hotelzimmer verlassen, verlassen sich nicht auf die Propaganda der Militärs und der von oben. Sie sehen sich das alle selbst an, daher sind sie Störenfriede und sie sind das eigentlich sehr, sehr gerne der offiziellen Kriegspropaganda und das ist überall so. Meiner Auffassung nach ist es heute wichtiger denn je, Reporter vor Ort zu haben. Die Kriegspropaganda wird heute nicht weniger, sondern sie wird raffinierter. Soziale Medien werden von Leuten, die wir nicht kennen, gefüttert.
Es sind Menschen, die oft nicht vor Ort sind, aber sie sind alle darauf aus, uns zu überzeugen. Kurzes Beispiel zu einem Land, in dem auch Anja sehr viel gearbeitet hat, Afghanistan. In Afghanistan hat der Einsatz des Westens bis zum August 2021 gedauert. Sie erinnern sich daran. Er endete mit dramatischen Bildern vom Abzug der amerikanischen und dann auch der deutschen Einheiten im Norden dieses Landes. Die Taliban übernahmen daraufhin die Macht. Bis zur letzten Minute erzählten die westlichen Verantwortlichen der Öffentlichkeit, die Taliban hätten keinerlei Unterstützung im Land, ihre Eroberung von Kabul sei ohnehin ausgeschlossen. Nur die Reporter, die im Land unterwegs waren, wussten, es ist anders. Sie schrieben und berichteten darüber. Und die am allermeisten unterwegs waren und in alle Dörfer gingen und außerhalb der Hauptstadt, hatten eigentlich das am größten realistische Bild des Landes, das der afghanischen Wirklichkeit. Wenn sie aber so berichteten, wurden sie oft vom Nachrichtenfluss der Militärs ausgeschlossen. Wichtig ist, am Ende hatten eigentlich die Reporter recht. Ohne Reporter in den Dörfern, in den entfernten Tälern, wüssten wir also viel weniger, als wir wissen heute. Journalisten und Journalistinnen, meine Damen und Herren, haben selten die Welt geändert, aber sie haben es immer wieder geschafft, Zweifel an den offiziellen Darstellungen zu wecken. Und das ist wichtig. Denn was Journalisten berichten, ist eigentlich nicht die Wahrheit, ein großes Wort, aber eine sehr große Wahrscheinlichkeit steckt dahinter. Je näher sie dran sind, desto richtiger ist das und desto realistischer ist ihre Berichterstattung. Daher glaube ich, fragen sich zu Afghanistan heute Fernsehzuseher und Leser, was ist denn da eigentlich los gewesen? Und ich finde das gut. Das ist der Verdienst von Reportern und der von ihren Mitarbeitern im jeweiligen Land. Diese Mitarbeiter übrigens stehen den Reporter und Reporterinnen in nichts nach. Berichterstattung und insbesondere Kriegsberichterstattung ist riskant, aber sie ist das Risiko wert. Ohne Risiko gibt es keine Freiheit für uns. Ohne das Hinschauen, wie es Anja Niedringhaus praktiziert hatte, würden wir eigentlich viel weniger wissen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, wollen wir eigentlich das? Ich sage nicht, die Kriegsreportage ist einfach, sie ist anstrengend in jeder Beziehung. Ich kenne zum Beispiel keinen Kriegsreporter ohne Rückenschmerzen, Folge von jahrelangen Übernachten in schlechten Betten oder auf Matratzen auf dem Boden, das nimmt man alles auf sich. Ich kenne keinen, der nicht gehungert hat. Und wenn man was zu essen in Kriegsgebieten findet, folgt manchmal ein verdorbener Magen, Parasiten, Infektionen. Dazu kommen zusammengebrochene Autos, unerwartete Gefechte, Scharfschützen, die man nicht erwartet hat, Autobomben in der Nähe und so weiter und so fort. Der eine, meine Damen und Herren, steckt das besser weg, der andere weniger. Wer in unwirtlichen Ländern unterwegs ist, kann zudem daheim keine festen Termine einhalten. Zahnarzttermine, Geburtstage, Hochzeiten. Leider, lautet da immer wieder die Antwort, kann ich nicht da sein. Ein Satz, den jeder Kriegsberichterstatter und jede Kriegsberichterstatterin schon irgendwann einmal ausgesprochen hat. Für Frauen übrigens sind Kriegsgebiete so eine Sache. In einigen Ländern wie in Afghanistan wird man außerhalb der Städte regelrecht angestarrt wie das achte Weltwunder. Fotografinnen und Reporterinnen sind meistens, das können Sie sich vorstellen, selbstbewusste Frauen. In einigen Ländern daher eine große Seltenheit. Und wenn sie auftauchen, hat das Folgen.
Sicherheitshalber werden Reporterinnen oft an die Tische von Kriegsherren und Militärs gesetzt. Zeichen dafür, man weiß eigentlich nicht so genau, was mit diesen seltsamen Wesen anfangen. Ist das jetzt ein Mann, obwohl sie aussieht wie eine Frau? Oder ist das eine Frau verkleidet als ein Mann? Wir sind als Frauen in Krisengebieten oft so etwas wie das dritte Geschlecht. Ein Engel, der auftaucht. Frauen und Männer machen aber gleichermaßen die Erfahrung, innerhalb von Sekunden kann die Stimmung umschlagen. Plötzlich ist man ein Feind. Man kann noch so viel Vorbereitungen getroffen haben. Die absolute Sicherheit gibt es leider nicht. Es ist also für jeden, der die Welt bereist und vor allem die Welt der Krisen und Kriege, ein ständiges Wechselbad von kalt und warm. Kriegsrealitäten sind aber nicht nur dunkel und schlecht. Jeder von uns erinnert sich an Freundschaften mit Einheimischen, an ihre übermenschlichen Einsätze, an Fahrer, die keine Mühe scheuten, westliche Reporter aus Gefahrenzonen herauszubringen, an Übernachtungen bei Familien unserer Mitarbeiter dort, wo es keine Hotels gibt. Sie öffnen uns ihre Häuser, sie bewirten uns, auch wenn sie selbst wenig haben. Gastfreundschaft ist seltsamerweise in Krisengebieten viel mehr ausgeprägt als bei uns. Im Irak oder Afghanistan ist das keine Ausnahme und unser Leben hängt ja sehr oft vom Rat der Einheimischen ab. Aber auch sie können nicht für absolute Sicherheit sorgen, weil das kann eben niemand. Um das alles in Kauf zu nehmen, müssen Reporter und Reporterinnen eine starke innere Motivation haben, einen Antrieb, dieses Risiko auf sich zu nehmen, neben der Neugierde. Für ihren Einsatz sollte man sie aber jetzt nicht nur loben, man sollte sie aber auch nicht verurteilen. Das ist eben ein Beruf in einer Grauzone, schwierig und spannend zugleich. Das Leben von Kriegsreporterinnen kann aber zudem voller unerwarteter, positiver Überraschungen sein und manche sind auch kaum zu glauben. Bei einem meiner ersten Besuche in Afghanistan in den 80er Jahren wollte ich unbedingt als junge Reporterin einen Teppich kaufen. Ich war sehr unerfahren und mein Fahrer klärte mich über die Tricks der afghanischen Teppichhändler auf. Er meinte, wenn man mir einen alten Teppich andrehen wollte, müsste ich wissen, es gäbe keine alten Teppiche mehr in Afghanistan. Neue Teppiche würden hingegen auf die Straße gelegt werden, beziehungsweise man würde sie mit Tee waschen, damit sie eine gelblich aussehende Farbe erhalten. Es kam, wie es kommen musste. Ich saß dann bald bei einem Teppichhändler im Kabuler Bazar und nach mehreren Tassen Tee zog er angeblich seine besten Stücke hervor. Antike Teppiche, meinte er, und ich gab mich als Expertin aus und meinte, ach, diese Teppiche hätte er ja mit Tee gewaschen. Er lachte mich an und seine Antwort lautete, ich wäre überhaupt nicht auf dem letzten Stand. Tee wäre in der Zwischenzeit viel zu teuer, man würde die Teppiche jetzt mit Chemikalien waschen. Auch das ist Afghanistan. Nicht zu unterschätzen und ein Labor, wo man eigentlich, eine Art Schule, wo man eigentlich auch als Reporter nie auslernt. Vor einigen Wochen besuchte ich nochmals Afghanistan. Wie schon erwähnt, seit August 2021, genauer gesagt, sind die Taliban an der Macht. Inzwischen können Mädchen nur mehr die Unterstufe besuchen. Oberstufe und Universität sind ihnen von diesen Koranschülern aus irgendwelchen Gründen, die nicht nachvollziehbar sind, verboten worden. Ich wollte mich mit vereinzelten Mädchen und Studentinnen treffen, weil ich zusammen mit anderen Frauen in Österreich und Deutschland sie in einer kleinen Form unterstütze, damit sie weiter Online-Kurse nehmen können. Oft
die einzige Möglichkeit, weiterzulernen. Angesichts der Energie dieser Mädchen, die ich traf, ihrem Ehrgeiz, trotz allem, was aus dem Leben zu machen, fühlte ich mich eigentlich schlecht. Hier war ich, eine westliche Reporterin, Vertreterin eines reichen Kontinents, Bürgerin eines Europas, das Frauenrechte auf die Fahnen schreibt, das 20 Jahre lang mitgemacht hat, um afghanischen Frauen Chancen zu geben, und über Nacht alles vorbei. Kaum Interesse von westlichen Regierungen, dort zu helfen, kaum eine der Frauen, die in Afghanistan bedroht wird, erhält ein Visum. Die Europäische Union sorgt sich nicht mehr um Afghanistan. Vielleicht gerade noch um die möglichen Flüchtlingsströme von jungen Afghanen nach Europa, aber das ist wohl das Eigeninteresse. Bei meinen Treffen mit den jungen Frauen in Kabul wurde ich gefragt, ob sie denn nicht nach Europa kommen könnten, in Sicherheit leben. Ich habe mich irgendwie geschämt für diese neue Politik, die sich ausbreitet, eingeschlossen, ausbreitender Ausländerhass in Europa und einiges mehr. Es gibt aber, meine Damen und Herren, keinen Grund, sich zu schämen, wenn man sich nicht unterkriegen lässt. Unterkriegen oder Mundhalten sind Worte, die Kriegsreporterinnen meiner Auffassung nach überhaupt nicht kennen. Das war bisher so und das wird es auch in Zukunft sein. Neue Generationen von Kriegsreporterinnen werden kommen. Sie werden dieses Forum besuchen und im Internet die Aktivitäten sehen. Sie werden sich inspirieren lassen, davon bin ich überzeugt. Sie werden weitermachen, dort, wo Anja Niedringhaus durch einen gewaltsamen Tod gezwungen wurde, aufzuhören.